Hallo liebe Siedler, es ist Mittwoch, der 4.8., kurz vor 17 Uhr. Was hat sich nach dem Update geändert? Das möchte ich jetzt hier zeigen. Im Forum kann man es ja hier eben nachlesen. Hier. Was ist alles in diesem Update passiert? Und das schauen wir uns jetzt mal an. So, die Skalierung bleibt jetzt auf 100 gespeichert oder auf dieser Position, die ihr angibt. Das hat sich mal geändert. Ich werde den Chat hier nicht öffnen. So, ich bleibe hier einfach im. So kann ich es aufmachen. Bleib hier einfach im AD-Chat. Was hat sich hier geändert? Man sieht ja schon, es blinkt wieder braun dahinter. Also bei mir hat das zum Beispiel gefehlt. Also ich glaube, ich habe das nur beim Flüstern gehabt. Sonst ist das, hat es diese Funktion bei mir nirgendwo mehr gegeben, dass ich diese Informationen bekomme. Hey, da ist jetzt wieder was geschrieben worden. So viel zum Chat. Was hat sich noch verbessert? Für mich sehr erfreulich. Das Sternmenü funktioniert jetzt schneller. Mal schauen, ob ich einen Entdecker überhaupt die Reise schicken könnte. Ah, da haben wir gleich dieses Problem hier. Hier sieht man jetzt oft Zahlen und viele fragen sich, jetzt habe ich schon gelesen, was sind diese Zahlen? Diese Zahlen sind einfach nur eine falsche Zuweisung. Nehmen wir jetzt einfach hier mal eine Zahl her, also die 544 und die 690. Das sind einfach Zahlen, die ihr irgendwo hier im Stern findet. Also die 690 finde ich zum Beispiel und die 544 finde ich da bei mir in dem Sternmenü. Wenn ich da jetzt dann runterscrolle, machen wir so mit Balken, habe ich hier die 690, das ist der Feenstaub und die 544, wenn ich da jetzt so raufschaue. Hier habe ich die 544. Das ist momentan so. Ich weiß nicht, wie so ein Fehler zustande kommt. Das kann ich leider nicht erklären. Ich kann aber für mich selbst erklären, aha, das gehört dorthin, tut aber hier nichts zur Sache. Also, ob das jetzt dasteht oder nicht, verändert den General an und für sich nicht. Warum hin und wieder jetzt ein General so grau unterlaufen ist, das habe ich ja nicht nur bei den Generälen, sondern auch, habt ihr schon gesehen, teilweise auch hier bei den Förderungen. Zum Beispiel ist mir so wie hier. Sieht man jetzt diese Förderung grau, was ja eigentlich mir symbolisiert, ich kann diese Förderung hier nicht anwenden. Kann ich aber trotzdem sehr wohl und ich mache es auch gleich. Also da ist ja nämlich schon alles. So, warte mal, ich habe sicher irgendwo was. Ach Gott. Ah, ich weiß schon, wie ich das anwenden kann. Zum Zeigen. Wahrscheinlich da unten. Schauen wir mal. Ja, da kann ich es anwenden. Man sieht, wenn ich das jetzt hier raufklicke, die Förderung funktioniert eigentlich einwandfrei. Sie ist eigentlich nur grau unterlaufen. Und wenn man schon ein wenig länger als Siedlerspieler unterwegs ist, weiß man das ja ganz genau, dass diese Förderungen hier sehr wohl funktionieren, dass das eigentlich nur so ein Fehler ist. Was ich jetzt auch noch gleich testen kann, sind diese Gebietsförderungen, da sage ich meistens zu denen, die eigentlich im Raster mehr anzeigen. Mal schauen. Ja, da könnte man das machen. So, wenn ich hier eigentlich mit dieser Förderung darauf, dann müsste er mir einen grünen Raster anzeigen, was alles damit gefördert wird. Ja, das wäre auch so einer. Und das wird mir hier momentan nicht angezeigt. Ja, also ich weiß nicht, wenn ich da jetzt herfahre, wie viel wird mir hier jetzt gefördert. Weil einfach dieser grüne Raster fehlt. Der fehlt noch immer. Und wurde auch nicht erwähnt, dass das jetzt schon im Update dabei ist. Man muss auch immer schauen, lesen, was steht im Update. Was noch erfreulich, also jetzt müssen wir mal schauen. Habe ich Entdecker zum Wegschicken? Ich habe jetzt blöderweise keine Entdecker zum Wegschicken, weil ich das so schnell vorhin gemacht habe, dass ich total vergessen habe, ein Video dazu zu machen. Es funktioniert wirklich sehr, sehr schnell bei mir. Also das Bild
friert nur mehr ganz kurz ein und es geht recht zügig. Ich glaube, ich habe aber eh ein Video gemacht, das werde ich hier einfach einfügen. Wenn ich eins habe, dann seht ihr es jetzt. Gemütlich scrollen. Es wird nicht die Insel gezoomt, so wie es eigentlich passiert ist. Ich habe hier jetzt ein paar Entdecker. Ich schicke jetzt einfach mal weg. Klicke den an. Klicke es an. Man sieht, es ist sofort es dahinter laufen und der ist dann auch schon weg. Nehmen den nächsten her. Du Ich schicke musst den jetzt auch schneller. noch auf die kurze Suche. Nehmen den nächsten her und das kann ich jetzt. Nehmen wir da was. Du musst schneller Man sieht machen. eigentlich, es geht alles sehr, sehr zügig. Die Insel friert nicht mehr so lang ein, also schon hin und wieder noch, aber nur kurz. Also nicht mehr so lang, sodass es doch ermöglicht wird, alles recht zügig wegzuschicken. Da auch Mittel. So. Dann kann man mal. Man sieht, es geht wirklich sehr zügig dahin. Du musst Bilder Rauchmittel. Man sieht, es dauert wirklich nicht mehr lange, hier Du musst Bilder Entdecker wegzuschicken. Man sieht das immer hier, wie oft die Insel einfriert oder wie kurz sie nur mehr einfriert. Und somit macht das darin schon wieder mehr Freude, seine Entdecker wegzuschicken. Du musst So, Bilder machen. man sieht, das geht jetzt schon recht zügig. Du musst Bilder machen. So, was hat sich noch geändert zu meiner Erfreuung? Hier bei den ADs, ich werde es jetzt trotzdem aufmachen. Hier zum Chat ist, man sieht, ich bin vorher hier in den Victor-Chat gegangen, in den AD-Chat und es springt auch nicht mehr in den globalen. Also es bleibt jetzt hier, das hat sich anscheinend auch geändert. Was hat sich hier beim Chat sonst noch geändert? Das war es eigentlich. Also das Kopieren geht natürlich nicht. Ich kann hier nichts kopieren. So, spielt da jetzt irgendwer was? Leider nicht. Ich könnte eigentlich schnell irgendwas öffnen. Achso, nein, ich habe was offen. Ich kann nur lesen. Okay. Man stelle es sich vor. Angenommen, ich habe hier noch ein Lech.at offen. Nehmen wir einfach jetzt irgendwas her, einen Wirbelwind. Ist das jetzt vorher nicht, hat er nicht funktioniert, wenn ich einen General angeklickt habe und auf diesen Button gedrückt habe, hat er mich nicht gefragt, willst du jetzt den General in Victor haben oder willst du ihn zum Wirbelwind haben? Da musste ich ja hier auf diese Sammelsendung gehen und musste hier alles anklicken und somit hat das dann funktioniert. Jetzt funktioniert dieser Button wieder. Habe ich, glaube ich, hier auch ein Video gemacht. Wenn es ein kleines Video dazu gibt, dann blende ich das genau jetzt ein. So, klickt das da, da ist überhaupt nichts drin. Ich muss erst einmal etwas reingeben. Eins. Und klickt den an. So. Wird jetzt die Frage gestellt oder nicht? Nein. Ach, ja. Sehr schön. Hier wird jetzt also die Frage gestellt, ob Viktor oder Grabräuber. Ich werde das jetzt testen. Ich werde ihn in Viktor schicken und mal schauen, ob da auch alles mit rechten Dingen so vor sich geht. So. Kann man das jetzt eigentlich wieder toll so machen? Also so fängt das an, Spaß zu machen. Also man sieht, es wird hier wirklich fleißig daran gearbeitet, dass wir wieder unser
gewohnte dass wir unsere gewohnte Spielatmosphäre zurückbekommen. Was ich hier zum Chat noch sagen möchte, die Uhrzeit hat sich hier wieder verändert. Also, falls es schon jemandem aufgefallen ist, mir gefällt es natürlich mit 15:24 besser als mit 3:24 PM. Was hat sich ansonsten noch verändert? Dass beim Buchbinder, also mit diesem grünen Häkchen, wenn eine Produktion fertig ist, ich eine neue Produktion starte, wird dieses grüne Häkchen auch noch angezeigt. Das hat sich auch noch nicht verändert. Der Postchat, der Posteingang an und für sich macht sich sehr schnell auf. Ach, weil das da hier steht, das sind alte ADs. Man sieht das hier am Datum. 16.02., 16.01. Daher habe ich hier noch ein paar ADs in meinem Posteingang. Aber wie man sieht, er geht sehr schnell auf. So, da ist bei mir jetzt nicht so unbedingt das Problem. Hier habe ich auch, glaube ich, schon ein kleines Video dazu gedreht. Seht ihr jetzt. Viele haben Probleme mit ihrem Posteingang. Sie bekommen, es dauert zu lang. Bei mir geht das sehr, sehr schnell. Also auch hier ist das von Benutzer zu Benutzer verschieden. Dass sich das nicht nachschiebt, das ist noch das Problem. Wird sich aber bestimmt auch bald einmal ändern. So, jetzt haben wir hier noch, wenn ich jetzt das so hernehme, das möchte ich jetzt einmal zeigen. So, jetzt mache ich das zu. Und ich weiß, gewisse Sachen von hier verschieben sich ins Lager. Und gewisse Sachen von hier verschieben sich in den Stern. Es gibt einfach gewisse Sachen, die einfach, auch da kann ich auch aufs Lager drücken, die schieben sich einfach in den Stern. So wie zum Beispiel hier diese Knochenkirche. Das möchte ich jetzt auch zeigen. So, dann werden wir das jetzt weiter runterschieben. Den Stern werden wir jetzt da herstellen. So. Was meine ich jetzt damit? Wir nehmen jetzt einmal in den Angriff hier diese Blumen. So, hier diese Ölsaat haben wir hier, Ölsaat. So, hier haben wir jetzt 11.30.87. 11.30.87, wir merken uns einfach hinten die 87. Und da, Stern, gehe ich hierher. Und hier habe ich eine Knochenkirche. So, ich gehe jetzt nicht, wenn ich hier mehrere habe, ja, gehe ich nicht mühselig da jetzt an und runter und wähle das hier aus. Nein, ich nehme hier gleich diesen Mülleimer. Der Mülleimer verlagert alles automatisch ins Lager. Alles, was ins Lager gehört, kommt ins Lager. Alles, was in den Stern gehört, kommt in den Stern. Das werden wir hier jetzt gut sehen. Also hier haben wir 87 und die Knochenkirche hier 1 mit 1. Wenn ich da jetzt drauf drücke, müsste hier jetzt dann eben 2 stehen und da müsste es sich von 87 auch aufzählen. Ich muss jetzt natürlich beides wieder, da hat das schon gemacht, da sieht man das schon, 2. Sie ist zwar jetzt grau, aber ich kann es verwenden. Wenn ich es zu 2, also da hat er schon die 2, das Lager wieder aufmache. So, toll, Luxus. Ölsaat. Und hier haben wir auch nicht mehr 87 stehen, sondern 2,37. Also hier ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Ich muss das jetzt nicht, außer ich sage, ich will wirklich alles momentan wieder in den Stern transferieren. Dann muss man halt unterscrollen und den Stern auswählen. Ansonsten, hier wird alles automatisch in das Lager gegeben, was in das Lager gehört. Der Rest kommt automatisch in den Stern.
Das wollte ich jetzt hier nicht sehen. Daher geht das bei mir da momentan recht fix, weil ich es einfach anklicke. So. Dann da. Und da und anklickt. Und fertig. So, wenn ich das jetzt. So, an und für sich war es das. Hier, das wird auch noch nicht angezeigt. Also, man muss hier entweder macht man eine Maus over nie, oder nimmt hier das dementsprechende Gebäude dazu. Oder man nimmt einfach. Geh mal hin, da geh mal her. Man nimmt einfach so einen Universal. Gut, wenn man sowas hat und sieht eigentlich alles und überall, wo es jetzt was Neues gibt. Das ist jetzt nämlich ein bisschen unübersichtlich. Wenn ich schon länger Siedler bin, weiß ich ja, wo was sein müsste. Und ich nehme da jetzt einfach einmal das dazugehörige Vorkommen. Also ich suche jetzt Eisen. Muss mein Geologe hier jetzt noch was suchen oder nicht? Oder hat er hier schon alles gefunden? Ja, da ist eines, das weiß ich ja. Dann weiß ich, dass hier auch noch irgendwo Steine sein, Eisen sein muss, das hat er schon gefunden. Dann da unten gibt es das ja auch irgendwo. Da gibt es einmal, da gibt es das halt Peter und Titan. Hier gibt es Gold. Hier gibt es auch einer, das, da hat er auch schon zwei gefunden, da weiß ich, da kann ich schon die Minen raufwerfen. Also da hat das auch schon gefunden. Und dann weiß ich, da kann ich ein bisschen größer. Dann weiß ich noch hier, sehe ich es auch. Da sind schon zwei oben. Hier sind auch noch Vorkommen gefunden worden, drei. Also das heißt, hier kann ich schon fleißig Minen raufsetzen. So viel nun. Mir fällt jetzt momentan weiteres nicht ein. Sollte es so sein, setze ich einfach das Video dazu. Danke vielmals. Ich wünsche euch noch ein geduldiges Wuseln. Und ihr seht, es hat sich einiges geändert. Oder auch verbessert, wie man es eben sagen möchte.